Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plakate in Thüringen. Ich werde mal gucken und schauen, was wir heute machen können. Nach Plan müsste jetzt gehen dünn auf Feld Nummer 38. Dazu nehmen wir uns einen Traktor. Ich müsste eigentlich vor Ort schon bereit stehen. Mit Dünger. Dazu werden wir mal ganz kurz überfahren. Eigentlich ist jetzt schon da, müsste also gehen. So. Haben wir auch ein schönes Feld? Schönes Feld. So. Kurs. Generierung. Ich werde das mal einfahren, das müsste reichen. Aber ich werde schon Vorgewinne machen. Zweimal. Und dann soll das ziemlich gehen. Mal kurz schauen, ob das funktioniert. War aber sehr. Müsste dunkel werden im Boden. Das heißt, mal hier mal gucken. Nichts zu sehen. Stoppen wir ihn mal ganz kurz. Ich muss überlegen. Ja, keine Erzung. Ja, müsste dunkel werden normalerweise. Okay, das ist noch nicht so weit. Die Ernte ist auch nicht so weit. Das ist gerade mal jetzt. Also die Ernte sowieso nicht, aber. Ist also mindestens noch ein Tag oder so. Oder zwei. Okay, dann müssen wir halt gucken, ob wir einen Wald machen können. Das ist kein Wald, das ist unser Feld. Aber wir können mal kurz messen. Keine Anzeichen. Okay, Wachstum ist bei 33%. Wasser ist bei 7. Also hier 100%. Ja. Ja. Wird schon was sein. So, gut. Müssen wir halt eh warten. Und dann schnell zu unseren Maschinen laufen, zum Wald. Meine Portionen belaufen sich jetzt so, dass die Karte soweit in Arbeitsfoto weitergekommen ist, dass die Höfe fertig sind. Und zwar totaler Umbau, was weiter nicht tragisch ist, nur was nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich die Karte so weiterspielen kann. Das heißt, wir müssen dann neu anfangen. So, denke ich mir das. Natürlich, das ist noch wichtiger für die Ernte einfahren. Ich meine, noch gibt es die Karte sowieso nicht, also das kann auch durchaus ein paar Tage dauern, also ein paar Wochen vielleicht. Weil wenn eine Testphase ist, dann tut man Fehler fest, dann werden die erst korrigiert. Und es kann auch ein bisschen dauern, also Stumpenfräsen. Würde ich mal nicht machen. Eher noch Wald kaufen, wenn es Geld reichen würde. Damit wir Geld verdienen können. Wenn wir so eine neue Karte beginnen müssten, dann würde ich mir das Ganze zusammenrechnen, ob wir jetzt auch Maschinen und Geld haben. Am Wert. Würde mir das Geld im Grunde gut schreiben und dann entsprechend komplett
ähnlich aufbauen, also ähnlich, also 100% kriegt er so nicht hin. Aber halt ähnlich, also die Traktoren, wenn ich die Mutze habe, normalerweise ja, kann man das alles wieder entsprechend kaufen. Und man ist im Prinzip genauso weit wie jetzt. Einen Baum noch anbinden hier. Der hängt so rum rüber. Fahren wir mal Richtung Sägewerk. Und die Welten sind, die Leute sind nicht so hoch. Oh, nach links und rechts. Ja. Plumps hat er gemacht. Ja, jetzt sind wir links hin, zum Radlader. Wo steckt der? Eigentlich am Sägewerk. Er hat ihn umgefahren. Nee. Tag beginnt gut, ne? Irgendwie, zack. So, ging mal ganz gut. Ja, das ist Katastrophe. Short. Würde ich mal behaupten. Ist auch daran geschuldet, dass die Straße ein bisschen höher ist als Gelände an sich. Das ist dann tödlich. Ja. Das meinte ich gerade. Zu weit nach rechts gefahren. So, wir haben jetzt früher Sommer. Was ich jetzt festgestellt habe aus der letzten, aus der anderen Karte, Schlafen ist tödlich. Wir werden also heute nicht schlafen. Wir werden höchstens schnell fahren. Wir werden im höchsten Falle schnell vorspuren. Also wenn dunkel wird nachher auf 60 gehen oder auf 120 meinetwegen. Nur schlafen gehen werden wir nicht. Weil irgendwie kommt der Season damit nicht klar und die Karte ist synchronisieren. Das heißt, es kann durchaus ein Fehler auftreten, dass man weiterhin dreht. Erster Frühjahr Sommer, obwohl eigentlich der zweite Tag, also Mittelsommer wäre. Und da jetzt so einen Fehler zu vermeiden, wird nicht mehr geschlafen, sondern kurzerhand. Hat eine höhere Geschwindigkeit gespielt. Noch Glück gehabt. Beinahe wieder umgefallen. Oh, 42.000. Nicht schlecht. Ja,
Ja, wir brauchen das Geld. Für die Unkosten, die jetzt hier auftreten. Für einen super hohen Kredit. Ich überlege, ob wir jetzt Main und das machen. Wir haben ja nicht viel Wiesen da, also wir müssen ja das Wiesen kaufen wieder. Die Wiese, ob wir noch ein Stückchen Rest haben, lohnt es sich fast gar nicht, die Maschine zu kaufen. Beziehungsweise die Räte. Werden nicht reichen, aber noch ein paar Fälle, ne? Also ein paar haben wir noch. Da wird nicht da rankommen, können wir die auch noch wegnehmen. Am Ohr. Ja, Strauch. Leider haben wir wieder Bäume fällen. Ich habe ja den Ratschlag von den Moddern hier von Season. Wenn wir 3 Tage, praktisch 6, 9 Tage spielen sollten, dann wüsste ich gleich, was wir machen sollten. Aber gut. Wir müssen ja nicht, ne? Bald kommt ja nur September, da wird es ein bisschen kühler endlich mal. Weit draußen hier aufzuhalten. Ich bin auch auf 35 Grad. Ist ja nicht schön, hier aufzuhalten. Einmal mal Holz hier. Das gehen wir nicht raus. Ein Glück ist Wochenende. Dann werden wir näher, wenn es dunkel wird, auf 60 gehen und wenn es dann ganz schnell gehen soll, auf 120. Das geht schon. Jetzt ein bisschen hoch, das kommt nicht klar. Komm nicht rüber. Vielleicht was sehen, ne? Buschwerk.
Im Wald wird ein bisschen beschissen. Von außen sind die Bäume ganz dicht und drinnen sind sie komplett auseinander. Also eine Frage der Performance. Also je mehr Bäume da sind, umso mehr muss der Rechner mal sehen. Daran liegt er wahrscheinlich. Außer dem schuldigen Holz. Das wäre eine Option. Aber wir haben ja eine große Ernte. Die erste, was ich weiß, Sonnenblumen, ich glaube, der Weizen war dabei. Langer, großer Baum. Ich bin so weg. Wieder zu hoch. Da macht nichts. Und bei dem Kader kommen die alle wieder. Da haben wir geplatzten Bäume, die wir jetzt nicht mehr retten können. Und so lange wird es nicht dauern mit der neuen Karte. Also eine Saison sind ja hier, was haben wir, 12 Tage. Diese rein rechnerisch 9 Folgen, eine Jahreszeit ungefähr. Ja, ne, 9 Folgen, das heißt ein Tag in der Jahreszeit. Und wenn jetzt im Prinzip noch die Woche oder heute, nicht heute kurz, erleben, dass wir noch die Mitte erreichen. Das heißt, jetzt haben wir hart 9 fast. Die Mitte ist natürlich möglich. Aber nachts dunkel ist, wird ja ziemlich schnell. Vorge. Die Spur kann man sagen. Und dadurch können wir sagen, ziehen wir das auf die Reihe. Mitte Sommer. Vielleicht ist dann schon ein bisschen reif, weil wir schlafen. Denkt man schon auf Fehler. Wenn man das erinnern könnt, ganz am Anfang dieses, wer die Folge gesehen hat, der wollte schlafen, dann nicht aufhören. Muss das Prinzip brechen und dann neu laden. Ich habe das zwar gelassen, eine Aufnahme, das zu zeigen. Gehört ja dazu, ne? Immer probiert zu sein, Schlaf an sich klappt, das Aufstehen und wach werden. Wobei, da muss man im Wettzimmer auf dem Marsch locker, ich glaube, 5 von mehr gefahren haben, als ich angegeben habe. Und wie gesagt, es war kein, wie man die haben wollte, in die Mitte, sondern anders früher. Ja. Und erst nach Neuladen hat er sich korrigiert. Aus. Das daneben. Nicht so hoch.
Oh, es hat eine freie Sicht. Rechnen schon vor. Bisschen Schrank wegnehmen. Die Lufthang kommt an Luft ab. Ja, fangen wir hier an. Telefon ist nur eine Nachricht. Ich war da schon. Schöner Baum mehr, schön lang, schleichen Sie rein, schön gerade, ein schönes Geld. Ja, nicht erst auf X. Hinten bei der 40, eine hier oder 49, wäre dann glaube ich leistbar. Aber erstmal abwarten, ob wir jetzt viel machen können wir sowieso nicht. Dann kommen wir die Erde von Berlin jetzt. Das ist schön. Ja, das ist ein Fall für die Segel. Ja, so lang. Oh, probieren wir aus. Ob er aufnimmt. Mit S sind sie nicht auf, aber ohne S ist schon. Ein bisschen länger ist, macht ja auch nichts. Ein paar sind ja noch. Feld. Langsam schummelig. Machen wir hier oben an. Wohl ist egal. Ungefähr in der Reihenfolge, wo wir gerade fahren. Was haben wir hier in Blödsinn? Was empfehlen wir jetzt?
im Boot da drin ist immer ganz cool. Normalerweise müssten die jetzt komplett abwägen. Ne? Wenn der Kunde sein, die ganzen Räume leicht übernehmen. Am besten von oben nach unten fahren. Wo es machbar ist, ansonsten durch den LKW. Ich gehe mit dem Radteil oder keine Ahnung. Aber ich glaube, die Mutter habe ich für keinen drauf. Aber das wäre nicht tragisch. Wenn man die meisten Kinder sowieso runter. Ja, und arbeiten besser. Mit. Wir fangen dann gleich. Und das ist die Folge auch jetzt. Dann haben wir praktisch nur zu halb 10 im Spiel. Eine Folge noch, dann haben wir schon wieder nachts. Dann werden wir dann sehen. Die dritte Folge dann steigen wir her. Ob wir zumindest dünn sind. Verkaufen wir noch immer eine Ladung.
Schön grün, ne? So, und die Folge von Kastholz-Schweine gewesen sind für die heutige Folge. Ich danke fürs Einschauen. Dann seid mal tschüss und wie es dahin geht. Ciao, ciao. Bald sehen wir uns mal wieder. Ciao.